Aus meiner Sicht sind wir, glaube ich, schon an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr nur um Zahlen geht und um Summen, weil ich glaube, wir sind auch an einem Punkt angekommen, wo es darum geht, auf beiden Seiten oder auf allen Seiten sich politisch die Frage zu stellen, ob man wirklich sich erlauben kann, einen Blackout herbeizuführen. Ich glaube, für mich stehen die Zahlen da zu sehr im Vordergrund und zu wenig die Debatte darüber, was würde es bedeuten, wenn so ein Turnier eben nicht übertragen würde und was bedeutet es, wenn es übertragen wird. Ich glaube, es wäre ein Imageverlust für alle Beteiligten und es wäre aus meiner Sicht deswegen ratsam, diese Debatte auch mal auf ein anderes Level zu führen und nicht nur über die Zahlen zu diskutieren. Ich bin im FIFA-Council und will einfach nur sagen, dass Sie davon ausgehen können, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin an der Stelle und dass ich der auch gerecht werde. Ich glaube, es bringt jetzt gar nichts, Fingerpointing zu machen und zu sagen, hier liegt eine größere Verantwortung als auf der anderen Seite. Ich glaube, alle müssen sich zusammenraufen.